Weiter mit der Energieumwandlung. Wir hatten uns mit mechanischer Arbeit und mechanischer Energie beschäftigt. Und wir nehmen jetzt mal die elektrische Energie. Aber ich mache einen Umweg. Ich nehme mal die Umwandlung, damit man das besser sieht, wie viel elektrische Energie da ist. Und zwar, ich nehme mal einen ganz einfachen Schaltplan. Den kennt man vielleicht aus dem Technikunterricht. Das ist eine Batterie. Und da schließe ich an, ganz einfach, eine Glühlampe. Ich nehme nicht mal einen Schalter dazu. Die leuchtet. Hier drin, in der Batterie, ich schreibe es mal sicherheitshalber ran, da ist chemische Energie. Im Einzelnen komme ich dann später nochmal drauf und in Chemie kommt das dann auch nochmal. Chemische Energie und die wird umgewandelt direkt in elektrische Energie. So, und das Lustige ist, die Lampe, Glühlampe schreibe ich mal ran, die Glühlampe, die zeigt uns das. Denn die Glühlampe, die wandelt um elektrische Energie in Strahlungsenergie. Man sagt nicht Lichtenergie, also das wäre jetzt ein bisschen daneben. So, und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn die chemische Energie der Batterie langsam komplett umgewandelt wurde in elektrische Energie, die Batterie schwächer wird, sagt man so landläufig dazu. Das heißt, meine Glühlampe, die wird auch ein bisschen dunkler. Und je länger ich das mache, umso dunkler wird die Glühlampe, bis es zum Schluss gar nicht mehr leuchtet. Und dann scheint wahrscheinlich die chemische Energie der Batterie komplett in elektrische Energie umgewandelt zu sein. Wenn ich jetzt mal keine Batterie nehme, sondern ich nehme einen kleinen aufladbaren Akkumulator dazu, kurz gesagt Akku, dann kann ich diesen Prozess wieder rückgängig machen. Dann kann ich elektrische Energie zum Laden nehmen und wandle diese wieder in chemische Energie um. Es geht also auch rückwärts. Aber schön wäre, wenn die Glühlampe auch diesen Prozess rückgängig machen könnte. Das geht aber nicht. Aber welches Bauelement, das sieht man meistens auf Dächern, kann Strahlungsenergie, also Licht, direkt in elektrische Energie umwandeln? Also Solarzellen auf dem Dach, die können Folgendes machen. Ich schicke Strahlungsenergie auf diese Solarzelle. Strahlungsenergie. Und die wandelt das direkt um in elektrische Energie. Eine Solarzelle kann das, eine Glühlampe kann es nicht. Noch ein anderes Beispiel. Was macht ein Elektromotor? Was wandelt der um? Also Solarzelle macht das hier, Glühlampe macht das hier, was da drunter steht, und Batterie und Akku macht das. Was macht aber ein Elektromotor? Was wandelt der für Energieform um? Richtig, der wandelt elektrische Energie. Ich schreibe mal bloß L.E in kinetische Energie um. Wunderbar. Och, ja. Jetzt kann ich ja gleich Wkin schreiben, ne? Dann könnte ich auch elektrische Energie so schreiben. Und das macht man auch. Man kann auch EL und E-Kin schreiben. Das ist auch kein Problem. Gut, prima. Ein schönes Beispiel aus der Schülerschaft. Die Windräder. Ne? Diese Dinger auf diesen hohen Türmen hier. Die sich drehen. Kinetische Energie, nämlich des Windes. Bringt dann den Rotor. Rotor, sagt man zu dem Ding, was sich da dreht, rotieren. Kinetische Energie in elektrische Energie. Richtig, schön. Ein Küchenherd, wunderbar, kam auch aus der Schülerschaft. Elektrische Energie wandelt er um in Wärmeenergie. WWE schreibe ich jetzt mal. Weitere Beispiele. Der Gasherd, richtig. Chemische Energie. Direkt in Wärmeenergie. Schön. Dann muss ich hier bei dem Küchenherd sagen, wenn ich elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt habe, der E-Küchenherd. Ne? Es gibt auch Gasherde, in diesem Fall ist der elektrische damit gemeint. Na mal sehen, wie geht's noch weiter? Was habt ihr noch für Beispiele? Ein sehr tolles Beispiel, ein elektrischer Föhn. Und zwar elektrische Energie in Wärmeenergie und kinetische Energie. Denn die Luft, die da rauskommt, bewegt sich. Schön. Prima. Der Föhn ist schön. Weiter. Ist ja oberpeinlich.
Dann schreiben wir mal so den Föhn. Das gefällt mir auch besser. Das sah so knapp aus. Aber ja, pardon. Gut, weiteres Beispiel bitte. Natürlich. Und genau so könnte man, jetzt mache ich das mal so, Mikrowelle dazu schreiben. Schön. Gut, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Eigentlich wollten wir über die elektrische Energie bzw. Arbeit sprechen und sind ganz schnell dadurch schon dazu gekommen, Beispiele zu nennen. Ich mache mal eine Unterüberschrift. Beispiele. Für Energieumwandlung, da sind wir natürlich jetzt wesentlich schneller geworden. So, also, ich glaube, es gibt noch so viele Beispiele, die wir hier nennen könnten. Hier haben wir also Beispiele für Energieumwandlung. Die haben wir hier nochmal festgehalten. Elektrische Arbeit und Energie. Kommen wir in der nächsten Klasse zu, wie die im Einzelnen berechnet wird. Aber eins müsste uns aufgefallen sein. Wir hatten ja zu Anfang gesagt, Energie kann nicht vernichtet werden oder sowas, sondern die wird nur ineinander umgewandelt. Und das ist das Schöne dabei. Aber jetzt müssen wir noch auf was anderes zukommen. Wir müssen hier sagen, Clement, alle diese Umwandlungsprozesse sind die Energieformen, die wir wollen. Wir hatten zum Beispiel nämlich auch über den Computer gesprochen. Da ist es so, das ist jetzt kein richtiges Beispiel. Ein Computer macht neben seinem Rechenvorgang leider auch Folgendes. Er wandelt die elektrische Energie zum sehr großen Teil in Wärmeenergie um. Aber das ist kein schönes Beispiel, weil das ist nicht gewollt. Dieser Prozess hier, der ist nicht gewollt. Das muss man dann wieder durch Kühlung ausgleichen. Genauso die alten Glühlampen, die erzeugen das meiste, da wandelt sich das meiste eigentlich in nicht Licht, sondern in Wärmestrahlung um. Das ist auch nicht gewollt. Das heißt, wir werden es immer wieder bei jeder Energieumwandlung mit Verlusten zu tun haben. Und da kommen wir dann später zu, das nennt sich dann Wirkungsgrad. Wie gut also der gewollte Prozess wirkt. Das Wort können wir noch dazu schreiben. Der Wirkungsgrad bestimmt wie gut. Ich mache mal Pause. Gut, jetzt haben wir durchdiskutiert. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Energieformen und deren Umwandlung, damit haben wir uns jetzt im letzten Teil beschäftigt. Die mechanische Energie und Arbeit, die können wir berechnen, das können wir machen. Das sind die beiden wesentlichen Formeln. Energie und Arbeit kann ich mit der gleichen Formel berechnen. Der zweite Teil hat sich dann mal kurz mit der elektrischen Energie beschäftigt und wir sind ganz schnell zu Beispielen für Energieumwandlung gekommen, nämlich hier Batterie und Akku oder Glühlampe. Die Glühlampe kann den Prozess nicht rückgängig machen, also das geht nicht. Ne? Das wäre schön, dann würde ich mit der Glühlampe meinen Akku wieder aufladen, so geht's nicht. Naja, wir lachen da so ein bisschen. Und dann haben wir Beispiele für Energieumwandlung zusammengetragen. Aber anhand des Computers haben wir ganz schnell gemerkt, der erzeugt, besser gesagt, da wird elektrische Energie auch in Wärmeenergie umgewandelt und das wollen wir gar nicht. Die Rechenprozesse ist das, was wir wollen. Und da spricht man vom sogenannten Wirkungsgrad. Und der Wirkungsgrad ist also das, der bestimmt, wie gut so eine gewollte Energieumwandlung, zum Beispiel beim Föhn, elektrische, kinetische und Wärmeenergie, der bestimmt, wie gut der gewollte Umwandlungsprozess funktioniert. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.